Also mein Name ist Georgios Peristeris, bin 42 Jahre, ein 70er Baujahr. Gebürtig komme ich aus Griechenland, geboren bin ich aber in Deutschland und lebe mein ganzes Leben lang schon hier. Ja, ich habe die Hauptschule gemacht, irgendwann mal dann die mittlere Reife, habe eine Lehre gemacht beim Daimler, bei Mercedes-Benz als Betriebsbauschlosser. Habe danach aufgehört und habe professionell dann angefangen mit der Boxerei. Bin in der Sicherheitsbranche tätig, pass auf nervöse Menschen auf. Mit Kampfsport habe ich angefangen, da war ich 12. Früher ging es leider nicht, weil bei uns in der Gegend nichts war, was mich damals auch angesprochen hat. Ich habe irgendwann mal, wie jeder Kampfsportler, dann auch den Wunsch gehabt, sich zu messen. Das habe ich dann auch gemacht. Habe am Anfang alleine trainiert, was den Wettkampfsport betrifft. Und bin dann irgendwann mal auch zu Trainern gekommen, die dann gesehen haben, dass ich wahrscheinlich talentiert war. Just look at me, girls' panties are wet when I'm walking down the street. I'm right here with you, but we got dickies on my legs, blue blockers on my shades, got the fresh Nike pair. Habe den ersten Titel schon mit 16 errungen und dann ging es weiter mit 18, 19, 21, 23, bis ich dann irgendwann mal die Nummer 2 der Weltrangliste war. Irgendwann mal bin ich nach Karlsruhe gekommen. Karlsruhe, das Bulldog Gym, war eigentlich das Trainingslager Nummer 1 für die Profisportler im Kickboxen. We love it. Boah, jetzt! Ja, Liebe! Was für eine Kraft. Die Regina Hanig hat damals mit uns zusammen trainiert, auch im Bulldog Gym. Hat damals mit Boxen nichts zu tun gehabt, sondern mit Kickboxen. Und hat mit uns dicken, schweren Jungs auch hin und wieder ein bisschen trainiert und Kombinationen geübt. Trainiere zwar nicht mehr so aktiv wie früher, trainiere für mich, damit ich fit bleibe in meinem Alter noch. Mit dem Tama habe ich ein sehr gutes Verhältnis, wir sind sehr gute Freunde, kennen uns seit 1992. Ist mein persönlicher Berater, könnte ich eigentlich so sagen. Alles, was ich an Ernährung und Körperlichem weiß, weiß ich von ihm. Da ich damals vom Mittelgewicht ins Halbschwergewicht, vom Halbschwergewicht ins Cruiserweight und vom Cruiserweight ins Schwergewicht, dann ins Superschwergewicht gewandert bin, war er derjenige, der mich beraten hat, alles was mit Gewichtszunahme, dass ich kein dicker Junge werde, sondern entsprechend aussehe. Ja, hat er mich damals beraten und vorbereitet. Der war damals schon so ein Freak, der sich schlau gemacht hat mit Büchern und allem drum und dran und vom Wissen gar nicht genug bekommen hat. Ich komme mindestens einmal die Woche noch trainieren und hole mir meine Tipps von ihm. 200 Kilo, unglaublich. Auf jeder Seite entspricht 400 Kilo, aber den Schlag möchte ich nicht abkriegen. 18, komm auf! 13, jawohl! 20, geh los! Und bis heute habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich alles weiß. Jedes Mal, wenn ich komme, überrascht er mich aufs Neue. Hol durch die Tipps. Der ist gut. Mehr gibt's nicht zu sagen, Leute.